Und weiter geht's hier auf der Space Startopia. Willkommen zurück. Yay! Wir haben jetzt wahrscheinlich nur noch diese eine Folge vor uns. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch so lange dauert, bis wir hier das letztendliche und endgültige Ende bekommen haben. Ich habe jetzt noch ein paar Triaden eingestellt. Mehr habe ich nicht getan. Ich habe jetzt nur auf euch gewartet und natürlich darauf, dass sich die Prestigepunkte immer weiter ausweiten, sodass wir dann auch irgendwann mal dieses Forschungslabor bauen und vielleicht auch irgendwas erforschen können. Gehobene Touristen sollen erforscht werden, genauso wie das Forschungslabor an sich. Dauert nicht lange, keine Sorge. Und das Schlimme bei gehobenen Touristen ist, dass die natürlich auch andere touristische Attraktivitäten, Attraktionen erwarten, die wir noch nicht bieten können. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Sie haben die für diese Basis maximal verfügbare Kategorie freigeschaltet. Wenn ich anhand Ihrer bisherigen Erfolge eine Leistungskurve approximiere, dann können wir vermutlich damit rechnen, dass Sie das Forschungszentrum in endlicher Zeit zur Verfügung haben werden. Ja, das denke ich auch. Wir brauchen weitere 500 Prestigepunkte, um das Ganze dann zu erfüllen. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen mal wieder aufs Upper Deck. Denn hier oben gibt es ja noch jede Menge Möglichkeiten, die wir nutzen können. Warum nicht tun? Das heißt, wir drücken LY, werden jetzt noch ein bisschen was bauen. Oh, auf der anderen Seite. Antimaterielle Kosten für materielle Feinde. Sektorschotten, Öffnungskosten minus 50%, mehr Feinde in jedem neuen Sektor. Antimaterielle Kosten für materiellen Unrat, Sektorschotten, Öffnungskosten minus 25%, Müll und Ungeziefer in jedem neuen Sektor. Nö, dann lieber Feinde in Sie jedem Sektor. Sie dürften wohl nach einer richtigen Herausforderung, Commander. Absolut. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So sieht's auch. Ich glaube, die Schleuse haben wir noch gar nicht erforscht. Kann das sein? Hatten wir nicht noch eine in einer Crate? Ich glaube, das war die vorherige Mission. Ach, verdammt. Was haben wir denn hier drin? Mechtransporter, ja, nee, den brauche ich nicht. Und wir sollten auch mal das ganze toxische Material enttoxerisieren. Erstmal nehmen wir die ganze Schmuggelware mit, die eh nicht benötigt wird. Zumindest nicht im Moment. Packen die hier mit rein. So, dann gucken wir mal, was wir bauen können. Wir könnten ja vielleicht noch das ein oder andere mehr erstellen. Unter anderem dürfen wir sogar Crates fertig machen. Für Fuzzis, für irgendwelche Blumenpötte, für meinetwegen auch eine Disco und so weiter und so fort. Ist alles möglich. Man muss nicht immer nur Energie dafür ausgeben, auch wenn es zusätzlich Energie kostet. Aber hier zum Beispiel bräuchten wir Nahrungsmittel als Rohstoff zweimal und 1374 Energie. Und dann hätten wir das hergestellt, ohne so viel Energie zu verwenden und verschwenden. Das ist das Schöne. Theoretisch könnten wir das wirklich nutzen. Aber ich hätte gerne Schleuse, bloß haben wir die noch nicht erforscht. Verdammt. Ja, X. So, dann gucken wir mal. Nein, keinen Sauerstoff wegnehmen. Eine Reisegruppe Bugs möchte ein paar Leute beglücken hier auf unserem Schiff und einfach vorbeikommen. Das ist völlig in Ordnung. Macht mal euer Ding. 85% sind zufrieden mit unserer Station. Ich meine, wir haben uns ja auch sehr viel Mühe gegeben. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass es hier komplett verdreckt ist, auch wenn hin und wieder mal Müll vom Himmel regnet. Wo auch immer der herkommt. Verdammt. Gucken wir hier auch nochmal. Ja, hier haben sie auch schon wieder was hingeworfen. Diese Aliens immer. Wer macht denn sowas? Können wir nicht einmal das Shot öffnen und hier sämtlichen Müll einfach ins Weltall blasen? Das wäre doch wesentlich einfacher, oder? So, dankeschön. Ah, dann können die Fuzzis wenigstens woanders aufräumen und anderen Aufgaben nachgehen. Wir schmeißen den Mülleimer in die Recyclingstation. Gegebenenfalls werden wir irgendwann eine weitere brauchen, aber nicht mehr in dieser Folge, nicht mehr in dieser Mission. Neue Besucherkategorie gehobene Spielertouristen sind freigeschaltet. Neue Besucherkategorie Pro-Gamer. Glückwunsch. Hygiene, Essen, Trinken, Schlafunterhaltung und Gaming ist für Sie wichtig. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Ja. Ich weiß. Jetzt könnten wir beispielsweise einen Akku bauen, das dann noch mehr Energie beinhalten kann. Aber das werden wir jetzt nicht mehr großartig nutzen. Ich werde jetzt bloß noch versuchen, unsere Leute hier aufzustufen. Es sind wieder sehr viele, die befördert werden können. Gut. Und dann werden wir mal das toxische Material reinigen. Das bedeutet, wir gehen in die Fabrik, suchen unsere Ressourcen und Hygies. Und dort können wir auch gereinigtes, toxisches Material herstellen. Ich habe mich gerade gewundert. Hä, warum bleibt alles stehen? Alles gut. So, 4 Stück haben wir in Auftrag gegeben. Dann sind alle toxischen Materialien weg. Die werden dann fertig produziert, werden hier abgeladen und die Fuzzis tragen sie wieder nach oben. Was wir zusätzlich noch machen könnten, ist eine weitere Sicherheitszentrale bauen, denn dann könnten wir noch einen Mech durch die Gegend steuern und überall hinlaufen lassen. Das wäre alles möglich.
Ich bin auch am Überlegen, das nächste Mal das Ganze ein bisschen anders anzuordnen. Die Frage ist bloß, wie. Problem ist ja, die müssen ja irgendwie vorbeilaufen. Und wenn die nur oben lang laufen, können sie unten nichts beschützen, falls unten mal irgendwelche Leute unterwegs sind. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich alles in die Mitte baue. Ansonsten haben wir irgendwann Probleme, wenn die uns auf irgendeiner Seite angreifen. Und die Mechs nicht hinkommen. Was ist los? Achso, guck mal, wenn wir R A drücken, dann können wir jetzt auch den Kampf erforschen. Wenn wir R drücken, guck mal, dann können wir nämlich unsere Drohnen verbessern oder aber unsere Mechs an sich. Wir können die Rüstung verbessern, Angriffsgeschwindigkeit, Schaden, maximale Lebenspunkte, Reichweite und die Abklingzeit der jeweiligen Angriffe. Das ist sehr praktisch, eben auch beim Star Hydra Disruptor, beim Space Raptor MCC und eben bei den Drohnen dann Schaden verbessern, Bewegungsgeschwindigkeit und Reichweite. Sehr praktisch, insbesondere wenn man dann ein paar Feinde hat, die eine nicht so hohe Reichweite haben. Das ist... Ich drücke R und ich drücke X. Warum macht er X andauernd auf? Commander, wir haben ein Signal von einem im All treibenden Raumschiff. Jo, das nehmen wir an. Da kommt auch gleich das nächste. Gehobene Touristen, da wurde uns wieder irgendwas mit den Bedürfnissen erzählt, was uns aber überhaupt nicht interessiert, weil wir überhaupt keine Bedürfnisse erfüllen können für die gehobenen Touristen. Da gibt es ja nur die Forschungsstation. Ich werde jetzt auch keine weiteren Prestigepunkte dafür ausgeben. Ich will die bauen. Ich will, dass die jetzt irgendwann steht. Die können wir auch hier in die Mitte bauen. Ich hoffe, die ist nicht groß, sodass wir dann auch die Möglichkeit noch nutzen können, hier durch die Gegend zu laufen. Ein intergalaktischer Putzdruck bietet seine Dienste an für 1000 Dollar. Nein, danke. Wir bekommen Sauerstoffbombe, Motivationsdetonator, Plastik, Antibiotikaspray, Schaltkreise, Heilschlamm, Holokristalle. Das ist eine gute Ausbeute. Das freut mich. Nehmen wir auch gleich mit. Könnte ich irgendwas davon gebrauchen? Eigentlich nicht. Wir könnten höchstens irgendwann mal einen weiteren Mech-Transporter, hätte ich beinahe gesagt, einen weiteren Mech, fertig bauen. Den machen wir Mech dich fertig. Ha, 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 ha. Gott, war der schlecht. So, dankeschön. Dann machen wir das Ding jetzt auch noch auf. Wir haben ja eh genügend Energie. An Bord von Startopia wird gekämpft. Ah ja. Sehr schön. Das erste Mal, dass Weltraumpiraten uns hier beglücken mit ihrer Anwesenheit. Aber da kommen schon die Drohnen und schießen auf die Weltraumpiraten. Wenn wir jetzt mal so raufhalten. Ah, okay, die gehen immer weiter runter. Aber unsere Drohnen werden eben auch beschossen von den Bösewichten. Das ist nicht schlimm. Der hier ist weg. Der hat uns sogar noch ein bisschen Sauerstoff hinterlassen. Sehr gut. Macht sie fertig. Wir könnten die Drohnen, wie gesagt, selber steuern. Das wäre durchaus möglich. Aber was wir auch machen könnten, ist einfach mal dieses Teil hier nehmen. Was? Nein, nicht Sauerstoff. Das Teil. So. Auspacken. Dann sind weitere 4 Drohnen da, die sich um die Bösewichte kümmern. Zack. Tot. Nächster. Alles wieder einsammeln. Wunderbar. Und die Drohnen können jetzt ganz beruhigt wieder weiter ihrer Arbeit nachgehen, ohne dass irgendwas Großartiges passiert. So, der Rest kommt hier wieder mit rein. Okay, das ist übrigens, das toxische Material kann man nicht einfach so vernichten. Das würde teilweise zu Explosionen in der Recyclingstation führen. Deswegen sollte man es immer vorher reinigen und dann vernichten oder aber verkaufen. Später gibt es auch einen Handelshafen, an dem wir dann den verschiedenen Leuten auch das ein oder andere mit andrehen dürfen. Da gehört das definitiv mit dazu. So, jetzt brauchen wir die weitere Sicherheitszentrale. Und ich nehme gerne noch einen Atmosphärefilter. Hier steht schon einer, okay. Oh, dann bauen wir den hier oben mit hin. So, wunderschön. Okay. Das bedeutet auch, dass wir noch einen weiteren Mech bauen dürfen, der dann natürlich überall herumstolziert und macht und tut. Das ist gut. Eine Reisegruppe Leviathaner hat von ihren Angestellten grünes Licht bekommen. Ja, die können gerne mit raufkommen. Wir brauchen noch 120 Prestige, um eben das Forschungslabor zu bauen. Und vielleicht die ein oder andere Forschung dann auch durchzuführen. Und dann könnte man Prestige im Prinzip dazu nutzen, unsere Mechs stärker zu machen, die Drohnen auch zu verstärken, je nachdem, was wir machen wollen. Hui. Tja, das, meine Lieben, ist schon, ich sag mal so im Ansatz, Space-Based-Datopia. Es fehlt natürlich noch das ein oder andere, wie dass wir wirklich alles erforschen. Nachher auch das riesige Walbad und die Sushi-Bar und
noch eine andere Bar. Keine Ahnung, es gibt so viel, dass wir noch mitbauen können. Aber im Groben und Ganzen sind wir jetzt eigentlich schon so weit, dass wir sagen können, ja, das hier ist Space Base Startopia. Gucken wir nochmal, dass wir den einen oder anderen forschen, wollte ich beinahe sagen, aufstufen können. Außerdem müssen wir noch weitere Leviathane einstellen. Es dauert immer ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann haben wir 5 weitere. 10 Leviathane dürften reichen, um die ganzen Sicherheitsdrohnen zu bauen, zu konstruieren und natürlich auch den einen oder anderen Mech fertig zu machen. Apropos Mech, da werden wir auch gleich gucken, welchen nehmen wir als nächstes. Den mit Explosionen. Der kommt doch ganz gut. Den bauen wir. Außerdem haben wir dann auch genügend Energie. Der wird fertig gemacht. Da ist er. Dann haben wir einen mit Explosionen und einen mit anderen Dingen. Und hier wird irgendeiner irgendwo hingebracht, aber er weiß selber noch nicht wohin. Vielleicht sollte ich doch mal eine Brick bauen, um der Kriminalität entgegenzuwirken. Das kostet mich wieder 200 Prestigepunkte. Nee, will ich nicht. Kein Bock. Vielleicht kriegen wir im Weltshop irgendwas. Oh, ein Fuzzi. MK2, MK2, 25.000. Ich kaufe jetzt einfach mal einen. Dann können wir schon mal einen auspacken. Die Forschung dessen ist ja sowieso noch nicht ganz durch. Oh, die Prestigepunkte sind fertig. Oh, geht sofort los. Einmal auspacken, den Fuzzi. So, und dann sehen wir auch, oh, das ist ein Fuzzi. Der steht jetzt zwar nur rum, aber der ist mit Rollschuhen unterwegs und ein bisschen schneller. Der kann noch schneller die Dinge hin und her transportieren. Demnächst, wenn Space Base Datopia zu groß ist, sollten wir auch dafür sorgen, eine weitere Fuzzi-Ladestation irgendwo hinzupacken. Ein Schiff mit erkrankten Aliens? Nee, dankeschön. Forschung. Forschungslabor. Freigeschaltet. Gut, jetzt müssen wir es bauen. 23.000, das ist okay. Und wir brauchen dann Eureka, die die Forschungen alle fertig machen. Na, was wollt ihr nur schon wieder? Sauerstoff? Nein, danke. Recycling-Trupp? Nein, danke. Weiter Müllleben. Guck mal, und sogar unsere Angestellten tragen diese wunderschönen Strohhüte. Alles ist gut. Und demnächst können wir dann auch die Brick fertig machen. Aber jetzt sind wir erstmal mit dem Forschungslabor ausgestattet. Und wir kümmern uns auch gleich darum, die Eureka einzustellen. Das sind sozusagen unsere Forscher. So, 4 Eureka werden sich darum kümmern, die Forschungen durchzuführen. Wir können auch sagen, dass die automatisiert erforscht werden sollen. Das bedeutet, wir gehen einfach auf, gehen oben auf automatisch vertiefen, ist glaube ich jetzt an, global ist automatisch automatisches Vertiefen aktiv, werden ihre Forschungslabore Commander, automatisch mit Trades versorgt. Dass Sie es mittlerweile endlich fertiggebracht haben, ein Labor errichten zu lassen. Damit können Sie sich nun auch der Vertiefung bereits vorhandener Forschungen widmen, dem eigentlichen Ziel, das Sie bereits vor gefühlt einer Stunde hätten beenden sollen. Aber wie pflegen die Volvonischen Braumeister zu sagen, was lange gärt, wird endlich gut. Ja, auch das. Commander, es ist nun an der Zeit, sich dem Labor zu widmen. Für eine halbwegs passable Forschungseinrichtung wären 40 Vertiefungen das absolute Minimum. Ich denke, bei Ihnen geben wir uns mit weniger zufrieden. Nun dann, frisch ans Werk, Commander. Okay, jetzt ist das Forschungslabor am Laufen. Die ganzen einzelnen Eureka werden jetzt erstmal natürlich an die Forschungsstation gehen. Und damit wir auch wirklich die Forschung abschließen können, müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir für die Forschung jeweils brauchen. Das heißt, wir gehen richtig ins Forschungsmenü rein, gucken mal, ah, okay, hier haben wir das Starkhead Café. Das wird automatisch erforscht, wenn wir eine Crate von einem Starkhead Café haben. Das wissen wir allerdings noch nicht, das steht hier nicht mit bei. Ich gucke mal ins Forschungsgebäude rein, ob das hier irgendwo steht. Bei Info auch nicht direkt. Damit eine Forschung vertieft werden kann, muss dies als Crate vorliegen. Na gut, da steht es dann einmal. Das ist in Ordnung. Dann wissen die Leute wenigstens Bescheid, wie es funktioniert. Galaktischer Zollbeamter in Anflug. Jo, soll er kommen. Soll er herfliegen. Alles gut. Wir gehen jetzt erstmal aufs Subdeck. Oder? Nee, wir gehen erstmal zu allgemein. Obwohl, nee, Subdeck ist super. Da könnten wir nämlich jetzt erstmal die Atmosphärefilter verbessern. Das heißt, wir brauchen 100 Energie und einmal Sauerstoff als Rohstoff. Dann nehmen wir 3. Ich glaube, das kann man 4-mal verbessern. Ich baue einfach mal 4. Wir gehen runter. Wir haben es ja automatisch eingestellt, dass die alles automatisch erforschen. Dann brauchen wir jetzt ganz viel Sauerstoff.
wenn wir irgendwann Sauerstoff haben, packen wir den nicht ins Lager, sondern direkt gleich in die Fabrik, beziehungsweise, ja doch, in die Fabrik. Gebt mir mal alles mit, unsere Fuzzis haben eh genug zu tun, die haben jetzt keine Zeit, sich darum zu kümmern. So, wieder aufs Subdeck. Dann Sauerstoff hier rein. Okay, dann werden zwei Atmosphärefilter fertig gemacht und die Forschung geht ganz automatisch von alleine los. Commander, ich gratuliere Ihnen. Sie haben alle benötigten Forschungen bereits vertieft. Oh, Moment, Sie haben gerade mal die erste Forschung vertieft. Ja, der Mechtransporter. Entschuldigen Sie, ich habe nicht auf die konkrete Zahl geachtet, sondern bin nach der Standard-Evaluierungskurve davon ausgegangen, dass Sie nun auch endlich zum Ziel gelangt sind. Entschuldigen Sie mein Versehen. Wollte Val jetzt, dass ich mich dafür entschuldige, dass ich zu lange gebraucht habe, oder wie? Was? Das kannst du vergessen. Das kannst du dir schön abschminken. Ich brauche mal langsam einen neuen Frachtraum. Außerdem muss ich hier ganz viel rausschmeißen. Und jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo man langsam sagt, die Zeit könnte vielleicht ein bisschen langsamer laufen, damit man sich wirklich alles um alles in Ruhe kümmern kann und wirklich einen Punkt nach dem anderen abarbeitet. Ich glaube, wir haben hier noch einen Fuzzi in der Crate. Kann das sein? Ja, Fuzzi in der Crate. Das heißt, wir könnten auch Commander, die Fuzzis erforschen. Meine Sensoren erfassen merkwürdige Kokos auf dem Biodeck. Ich persönlich würde Todeslaser nicht verfügbar. Ach ja, nun Commander, Sie sind ja ein kreativer Kopf. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Okay, wir sollen also versuchen, die Kokons auf dem Biodeck kaputt zu machen. Heißt, wir werden erstmal alles hier reinschmeißen, gehen dann aufs Biodeck. Und hier kämpfen die Drohnen schon gegen die Kokons. Das ist gut. Commander, Ihre Stationswertung ist hervorragend. Ja, so wie immer. Denn wenn diese Kokons aufgehen, dann kommen Gegner raus und die müssen wir natürlich vernichten. Und bevor das passiert, bin ich ganz froh, dass unsere Drohnen sich darum kümmern, die hier einzeln wegzuarbeiten. Sieht gut aus. Brillant, Commander. Mit diesen wehrlosen Kokos sind Sie mühelos fertig geworden. Ja, ne? Das wenn ich irgendwas kann, dann auf wehrlose Objekte losgehen. Juhu! Okay, wieder zurück an Ort und Stelle und hier natürlich auch nochmal die letzten beiden Sauerstoffteile mit reinpacken. So, dann kriegen wir weitere Crates. Außerdem wird die Forschung weiter in die Wege geleitet. Atmosphärefilter Level 2 wurde freigeschaltet. Sehr schön. Fantastische Forschungszentren. Energetische Warp-Dissonanz. Forschungslabor Arbeitsgeschwindigkeit plus 50%. Kosten für Anheuern und Befördern plus 200%. Arbeitsgeschwindigkeit minus 50%. Chance auf toxisches Material durch Vertiefung minus 75%. Nö, die sollen mich ruhig eine mehr kosten. Das ist nicht schlimm. Wahl, Commander. Die Energie scheint Ihnen heute mal wieder besonders locker zu sitzen. Ja, natürlich. So, die guten Eureka sind hier tatsächlich sehr, sehr gut am Forschen und sie haben jetzt schon die Atmosphärefilter verbessert. Was das auswirkt und was das macht, sehen wir natürlich auch, wenn wir hier oben auf die Forschung an sich gehen. Wir müssen allerdings auch noch den Fuzzi einmal erforschen, damit sie den dann auch fertig machen. Da haben wir nämlich Fuzzis MK2, das ist gut. So, und dann Atmosphärefilter ist schon auf Stufe 2. Sehen wir auch, das sind zwei Striche und gleich sind da drei Striche. Wirkungsbereich pro Stufe plus 33%. Das heißt, die sind mal eben um 66% jetzt gleich stärker. Innerhalb des Wirkungsbereichs kann Ungeziefer sich nicht mehr bilden auf Stufe 4. Das heißt, wir warten im Prinzip bloß, bis die Forschung abgeschlossen haben und automatisch werden wir dann kein Ungeziefer mehr in der Nähe von Atmosphärefiltern haben, was wir auch so, glaube ich, nie hatten. Jetzt können wir noch in Ruhe eine Brick bauen, einfach nur, weil wir es können. Und noch jede Menge übrig haben an Energie, an Prestige. Okay, und ja, ich wollte mal gucken, was der Mechtransporter macht, wenn wir den aufstufen. Und wozu wir den aufstufen sollen, weiß ich auch nicht. Nach Benutzung Bewegungsgeschwindigkeit 10% für 30 Sekunden. Okay, auf Stufe 3 nach Benutzung Schadensresistenz plus 10% für 60 Sekunden. Das klingt gut. Eine neue Nachricht, was haben wir? In einem Labor wurde die Forschung Fuzzi Level 2 abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auch MK2 Fuzzis fertig zu machen. Wir gehen also auf Allgemeines und Deko. So. Und sehen, ah, geil, wir können jetzt einen Fuzzi MK2 machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen Fuzzi MK1 machen. Der braucht 2000 Energie, einmal Mineralien, einmal Fasern, einmal Schaltkreise. Und dann haben wir bald die MK3 Fuzzis.
Und die sind richtig schön schnell unterwegs, die können auch ordentlich was tragen, die fliegen auch durch die Gegend und alles ist gut. Commander, es ist löblich, dass Sie sich auf eine einzelne Forschung fokussieren. Allerdings ist das gar nicht nötig. Sie sollten sich lediglich mit diversen Forschungen auseinandersetzen. Gratuliere, Commander, Sie haben bereits die Hälfte der Forschungen absolviert. Eine Leistung, die vermutlich die Hälfte der Besucher an Bord in der Hälfte der Zeit geschafft hätte, aber Sie haben es eben auch bis hierher geschafft. Und ich sehe gerade, wir haben schon Fuzzi MK3. Sehr interessant. Wir brauchen dafür einen MK2 Fuzzi und einen MK1 Fuzzi. Geil. Der MK1 Fuzzi wird gerade fertig gemacht. Das heißt, wir werden jetzt gleich einen MK2 Fuzzi dann auch bauen können. Brauchen bloß noch ein paar Schaltkreise. Heißt, uns fehlen Mineralien. Da sind die Schaltkreise, die kommen. Das gucken wir uns mal in Ruhe an. So, jetzt haben wir einen Fuzzi MK2, der gebaut wird. Und dann brauchen wir nur noch einen Fuzzi MK3. Der braucht einen Holo-Kristall und einen Fuzzi MK2, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal. Commander, auf dem Biodeck sind neue Kokos gesichtet worden. Ja, jetzt nicht. Obwohl doch, nee, die Sicherheitsdrohnen werden sich schon darum kümmern. Können sicherheitshalber trotzdem einmal schauen. Wo sind die denn? Hier nicht. Hier auch nicht. Ach doch, da. Okay, warte mal. L und B. Und dann, wie war das? L und nach oben. Jetzt muss ich A drücken. Nee. Ich muss mir nochmal die Leiste aufrufen. Auswahl aufheben, alle Einheiten auswählen. Haben wir. Alle Mechs auswählen, alle Drohnen. BO-Interface deaktivieren. Tooltips. Anhalten, bewegen, angreifen. LY. Achso, LY. Commander, ja, meine äußerst geschlüpft. Empfindlichen Sensoren haben bemerkt, dass etwas aus diesem Kokos auf dem Biodeck geschlüpft ist. Scans zufolge sind diese Wesen Karnivore und sehen ihre Alien-Besucher als Delikatesse an. Das dürfte interessant werden. Klingt das jetzt so, als hätten wir die hingeschickt, die Leute? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Die greifen gerade das Gebäude meiner Dryaden an. Kommt doch mal her, wo bleibt ihr denn alle? Ich hab doch alle ausgewählt, oder? Ich weiß, dass wir Kommandopunkte brauchen für das ein oder andere, aber die müssten ja alle vorhanden sein. Wir haben ja Leviathane, die arbeiten. Da kommt eine Drohne. Eine von vielen. Ah, jetzt kommen sie, okay. Ich muss die einzeln rufen, oder was? So ist gut. Vernichtet die Bösewichte. Commander, Sie haben soeben die erste feindliche Kohlenstofflebensform vernichtet. Normalerweise wäre dies kaum mit den Asimovschen Gesetzen in Einklang zu bringen, aber glücklicherweise habe ich diese Direktiven alle deaktiviert. Alle elektronischen Einheiten an Bord sind nun kaltblütige Killermaschinen ohne Erbarmen. Ich denke, damit können wir alle gut leben. Absolut. Und wir haben sie vernichtet. Oh, Gott sei Dank. So, dann könnt ihr jetzt meinetwegen hier rumstehen oder meinetwegen auch ein bisschen durch die Gegend laufen, so wie du hier. Ich habe ganz schön lange gebraucht, darf ich das mal so sagen? Super Dünger. Super Wachstumsdünger. Pflanzenwachstum plus 100%. Lässt eventuelles Ungeziefer auf dem Biodeck deutlich schneller wachsen. Super Ertrag Dünger. Ein extra Ressource bei der Ernte. Lässt eventuelles Ungeziefer stärker werden. Na, dann lass sie lieber schneller Super wachsen. Superwachstumdünger wird umgehend auf dem Biodeck verteilt. Alles wird dort nun sprießen und gedeihen, Commander. Ich wünschte, das könnte man über ihre Fertigkeiten auch sagen. Ich dich auch, Val. Ich dich auch. Ah, wir haben unseren Fuzzi MK3. Den werden wir jetzt erstmal hier hinbauen.
auspacken. So, das ist unser erster MK3-Fuzzi. Ihr seht schon, der hat jetzt auch so eine kleine Flügelchen. Und der fliegt jetzt durch die Gegend und macht und tut und ist sehr schnell dabei unterwegs. Perfekt. Das heißt, das läuft soweit. Da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Die Drohnen im Übrigen werden sowieso ihr eigenes Ding machen. Selbst wenn sie jetzt gekämpft haben, sind sie jetzt wieder unterwegs. Das ist gut. Da brauche ich dann auch kein Auge drauf halten. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Das ist nicht wahr. Ich habe gerade Energie ausgegeben. Und wir gehen jetzt nochmal hier rein. Werden auch die letzten Baudinge in Auftrag geben. Was könnte denn noch verbessert werden? Die Koje beispielsweise wäre möglich. Wir könnten aber auch im Fundeck das ein oder andere noch verbessern. Da die Atmosphärefilter verbessern, ist doch eigentlich Blödsinn. Haben wir doch schon. Gilt doch mit dem anderen zusammen. Hier, das wäre gut. Das Starcats Café. Bauen wir das einmal. Dann haben wir keinen Heilschlamm mehr. Ist nicht schlimm. Schaltkreise und Plastik fehlen uns, aber wir haben ja noch genügend andere Ressourcen da, das ist okay. Nehmen wir das auch nochmal mit rein. Und ich hole nochmal Sauerstoff mit dazu, das heißt, wir gehen nochmal aufs Biodeck, sammeln den Sauerstoff ein. Unsere Fuzzis sind ja ausreichend vorhanden und wir haben jede Menge Sauerstoff dann auch für oben. Perfekt. So, bitteschön. Restlichen Sauerstoff packe ich hier mit rein. Commander, meine Sensoren haben weitere Kokos auf dem Biodeck erfasst. Kokos? Kokos, meinst du? nee. Sammeln wir schön alles wieder ein. Wo sind Ihre die denn? Einheiten kämpfen gerade, Commander. Ja, wo denn? Da drüben ja nicht. Ach hier, okay. Wie war das? LB. Alle Leute mit L nach oben und Y drücken, damit die alle hierher kommen. Sie kommen. Gut. Dann wieder LB drücken, den Rest machen sie von alleine. Ich kann mich erstmal um den Rest kümmern an Nachrichten hier. Wir haben schon wieder zwei Motivationsdinger, Sicherheitsdrohnen in der Crate, Schaltkreise, Holokristalle, verpacktes HIG-Fuzzi auf, Ladekapsel. Neue Kreaturen sind auf dem Biodeck geschlüpft. Feindliche Handlung ist okay. Commander, Ihre elektronischen Einheiten haben bereits 10 Gegner in nicht mehr reagierende Biomasse verwandelt. Zumindest denke ich, dass es Gegner waren. Es fällt mir schwer, bei organischen Zellhaufen irritierende Dinge wie Freund und Feind oder lebendig und tot auseinanderzuhalten. Ja, das glaube ich dir. Es ist für dich bestimmt nicht einfach. Ich baue jetzt erstmal ein neues Lager, weil wir keinen Platz mehr haben hier. Verdammt, noch eins. So, bitteschön. Ein intergalaktischer Recycling-Trupp, der ist mir egal. Zollbeamter im Anflug, okay. Müllmanagement ist auch nicht schlimm. Ich lasse jetzt auch die Schmuggelware mit drin, weil ich nicht weiß, was ich sonst damit machen soll. Und ich sehe gerade, wir haben so viel toxisches Material, das unbedingt umgearbeitet werden muss. Also gehen wir wieder auf Allgemeines und Deko, Ressourcen und HIGs. Und dort nehmen wir jetzt das gesäuberte toxische Material mit raus. So, das können wir alles umarbeiten und dann später auch endlich in die Recyclingstation schmeißen. Er bringt noch schnell das andere Teil weg. Und wir hatten, glaube ich, wieder irgendwas erforscht. Forschung abgeschlossen, Starcats Café Level 2. Höfliche Piraten wollen auf unser Deck eindrücken. Auf unser Subdeck. Könnt ihr vergessen? Nein, dankeschön. Es gibt auch unhöfliche Piraten, die nicht vorher nachfragen. Genau, bring das mal rüber. Oh, du siehst aber nicht mehr so frisch aus. Du solltest langsam mal zu einer Fuzzi-Ladestation gehen. Vielleicht sollte ich hier drüben doch nochmal eine bauen. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Ja, ist nicht schlimm. Brauche ich auch nicht. Bin erstmal froh, dass wir es so weit geschafft haben. Jetzt werden wir noch die letzten Leute befördern. Und dann sind wir mit allen Forschungen auch bald durch. Gib mal her, das Ding. Ich krieg das ja nicht hin hier. Bitteschön. So, wurde auch gleich in die Forschungsstation geschmissen. Sehr gut, dafür war es ja auch gedacht. Auch gleich mit, schmeißen das auch gleich hier mit rein. So, hier drüben ist jetzt auch wieder genug Platz, dadurch, dass das ganze toxische Material weg ist. Was übrigens auch durch die Forschungsstation sehr, sehr stark in Benutzung ist. Forschung läuft. Fertig.
Herzlichen Glückwunsch, Commander. Sie haben das Forschungsziel in endlicher Zeit absolviert. Damit können wir... Oh Moment, meine Sensoren spüren gerade eine Erschütterung auf dem Biodeck. Commander, es scheint geringfügige Probleme auf dem Biodeck zu geben. Erinnern Sie sich daran, dass wir die Biomasse von diesem unbewohnten Planeten genommen haben? Die Biomasse, aus der bereits diese ganzen anderen Kreaturen geschlüpft sind? Nun, offenbar waren das nur die kleinen Babys von diesem Ding, das sich gerade aus dem Untergrund geschält hat. Und es scheint nicht besonders von ihren Taten angetan zu sein. Ich empfehle maximale Gewalteinwirkung. Okay, meine Lieben, das ist der Endboss des jetzigen Szenarios, die Muttermade. Sie hat 2500 Energie, die kaputt gemacht werden muss. Ich hoffe, unsere Mechs kriegen das hin, die laufen aber nicht los. Warum nicht? Oh, ihr macht mich fertig. Yes, genau. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Feinde greifen den Energiekern an. Ja, weil die sich nicht bewegen. Was ist denn los mit euch? Habt ihr keine Kommandopunkte mehr? Sehe ich das irgendwo? Jetzt laufen sie. Was ist denn los? Komm mal hierher. Genau. Ich werde jetzt noch schauen, dass wir... LB... Ihr Energiekern wird angegriffen. Ja, ist nicht schlimm. Der ist einigermaßen resistent. Alles gut. Dass wir noch ein paar Sicherheitsdrohnen mit runternehmen. Muttermade, wir kommen. Hier geht gerade richtig die Ballerei ab. So, alle auspacken die Drohnen. Und die Muttermade. Ah, da geht es nicht mehr ganz so gut. Aber sie wehrt sich. Sie haut gegen unsere Leute gegen. Die arbeitet im Übrigen mit kinetischer Energie. Wäre sehr stark gegen den Feuertypi. Aber wir hauen ihr ordentlich alles runter. Die hat nichts zu lachen. Sie hat aber einiges an unseren Drohnen vernichtet. Und tschüss. Glückwunsch, Commander. Ihre Truppen haben das riesige Monster besiegt. Ach ja, ich vermute, man sollte auch ihre paar lächerlichen Knöpfchendrückereien erwähnen, die vielleicht auch einen äußerst geringen Teil zum Erfolg beigetragen haben. Damit können wir diese Forschungsbasis nun hinter uns lassen. Hier wird es vorerst keine weiteren Probleme geben. Und wenn, dann sind sie nicht für mich von Belang, höchstens für die Kohlenstoffzellhaufen, die hier leben. Und das war's. 60% war die minimale Attraktivität, 332 Leute haben unsere Station verlassen, 302 davon glücklich, keiner ist gestorben, das ist gut. Maximale Zufriedenheit war bei 91% und man kann sich die Statistik dann im Einzelnen natürlich noch angucken. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen der vierten Mission und wir werden uns gleich in der nächsten Folge dann um... Das war schon die fünfte. Um die sechste Mission kümmern, nämlich die Marktwirtschaft. Auch wieder etwas, wo wir lernen, mit Handel umzugehen. Und es wird einfach nur schön. Es kann nur schöner werden. Meine Lieben, herzlichen Dank fürs Ansehen und bis gleich bei Space Base Startopia. Ich sehe, dass ihr ein Abo dalasst. Und ihr lasst ein Like da. Und ihr schaut das nächste Video.